Willkommen zurück zum Kerbal Space Program. Letztes Mal haben wir herausgefunden, dass die normalen Jet Engines bis zu einer Höhe von so 10.000, 12.000 Meter funktionieren. Was wir dieses Wissen versuchen wir mal anzuwenden und bauen mal ein neues Raumschiff. Wir schauen uns erstmal an, was es für eine Engines gibt. Also jetmäßig. Die sieht noch sehr jetmäßig aus. Was braucht die denn? Die braucht auch Air. Basic Jet Engine. Okay. Ich brauche sehr wenig Fuel. Die hat auch sehr wenig Schub. Braucht genauso viel. Was ist das denn hier? Toradial Aerospike Rocket. Das klingt doch schön. Die braucht schon mal kein Air-Intake. Joa, das klingt gut. Die braucht aber Oxidizer. Das heißt, wir können nicht diese Tanks benutzen, sondern müssen sowas benutzen. Mit dem Oxidizer. Sagen wir mal, wir nehmen zwei von denen. Nicht zwei von denen, das ist groß. Machen wir es so. Packen das Ding da hinten ran. So. Das ist jetzt das... Also die Stage, die uns über 10.000 Meter weiterbringen soll. Jetzt brauchen wir euch noch. Ich würde mal sagen, wie packe ich denn hier an die Seite? Ne, die sind die großen. Die wollte ich nicht. Kriege ich euch daran gebaut? Vielleicht ohne Symmetrie. Ja, ohne Symmetrie geht's. So. Das sollte reichen. Um uns auch wieder sicher runterzubringen. Okay. Pack die nochmal da rein. Wir müssten das Ding, glaube ich, ein bisschen weiter nach vorne schieben. Okay, hier brauche ich aber wieder die Symmetrie. Wieso weiter nach vorne? Ganz einfach aus dem Grund, weil die sonst ziemlich weit nach hinten rausragen. So. Euch ein Stockwerk tiefer. Ja, so seid ihr besser aufgehoben. Wir brauchen wieder unsere Air Intakes. Da können wir, glaube ich, die diesmal nehmen. Die müssen wir hier vorne, glaube ich, raufpacken können. Ah. Was haben wir denn hier? Circular. Intake 0,2. 0,2. Die anderen? 0,5-1. Die sind ein bisschen besser. Machen wir es so. Warum nicht? So. Unsere Data Wings. Die gehen immer. Und da das Ding hochkommt, würde ich sagen, wir bauen hier noch ein paar extra Dinge an. So eine Winglets vielleicht? Ne, die sehen doof aus. Carnets, das müssten so eine flachen Dinger sein. Dass wir ein bisschen mehr Auftrieb kriegen. So. Brauchen wir euch hier wieder. Ihr kommt immer so hier ran. Perfekt. Brauche ich die Dinger wieder. Kein Kuh war das, wo ich die drehen kann. Vielleicht noch ein bisschen weiter rüber. Na. Ach komm, du bist doch eben da auch rangegangen. Tu doch nicht so. Wie drehe ich das Ding jetzt? Mit S? Mit S! Gut. Hier ist auch nicht gut. Voilà, falsche Richtung. Ich hätte euch gerne aerodynamisch. Nicht aerodynamisch, sondern symmetrisch. Das ist das, was ich gesucht habe. So, was ist das hier eigentlich?
Swapwingoid? Ach du Scheiße, sind das riesige Dinger. Oh mein Gott. Wir wollen jetzt Räder erstmal haben. Wo sind die Räder? Waren noch hier irgendwo? Nee, nicht hier. Nee, doch hier. Okay, nichts gesagt. Wir könnten die diesmal sogar hier anbauen. So. Und eins nur an der Spitze. So. Und wir gucken uns nochmal diese Sachen an. Mal schauen, was diese sagen. Oh. Also, wenn das nicht gut getroffen ist, weiß ich auch nicht. Was auch immer das uns aussagt. Keine Ahnung. Aber das kann auch nicht so schlecht sein, wenn die ziemlich dicht beieinander hängen. So. Wir nennen, das ist jetzt die Mwaini 1. Und ich glaube, Mwaini wird die sogar fliegen. Jetzt gibt es aber noch was, was ich machen würde. Es gibt hier die Action Groups. Hab ich kennengelernt. Ah. Ich aus Custom 1 gehe. Diese Engines wähle. Geht das irgendwie? Ah, Turbojet Engines. Shutdown Engines. Wenn ich die 1 drücke, müssten die sich dann automatisch abschalten. Theoretisch. Ich glaube, das probieren wir erstmal aus. Auf dem One-Way. Also. Mwaini fliegt sogar. Gut. Wenn wir die jetzt starten, ein bisschen Schub geben, wenn 1 drücken, müssten die ausgehen. Also. 3, 2, 1. Gut. Und kann ich die auch so wieder aktivieren? Nee. Das ist nicht gut. Ich würde die nämlich so gerne auch wieder aktivieren können. Wie mache ich das denn jetzt? Gab es da noch eine andere, eine bessere Option vielleicht? Oh, jetzt habe ich die gelöscht. Okay. Gib mir die Dinger wieder. Toggle. Toggle müsste funktionieren. Denn nicht nur Shutdown, sondern für beides. So, man müsste die auch aktivieren. Okay. 3, 2, 1. Sind aus. Wieder aktivieren. Hoppala. Das war zu weit. Jetzt könnte ich die wieder aktivieren. Perfekt. Und jetzt machen wir das noch für die mittlere. Und dann sind wir eigentlich soweit fertig zum Start. Wir müssen ja auch hier mal ein bisschen advanceder werden, wollte ich gerade sagen. So, wir könnten das jetzt theoretisch auch noch mit dem Gear machen. Wenn ich das hier gerade so sehe, dass wir das auch noch extra machen können. Aber naja. Hier würde eigentlich auch Shutdown reichen. Da wir die denn ja nicht mehr brauchen. Habe ich es nicht gespeichert. Ist egal. Muss ich mir nur merken fürs nächste Mal. Wir machen was SAS an. Für hoffentlich ein bisschen mehr Kontrolle. Feinere Keys. Starten die Engines. Und schauen mal, ob unser Gefährt abheben kann. Oh, die Dinger da vorne bewegen sich sogar. Das war... Es ist unerwartet. Wir haben jetzt sehr viel mehr Gewicht. Wir kommen vielleicht von der Startbahn ab und... Oh Gott. Oh. Wir sind unkontrollierbar in der Luft. Mwaini, das geht nicht gut aus. Mwaini ist hart im Nehmen. Okay. Das ist sehr viel, was passiert ist. Alles innerhalb weniger Sekunden. Wir restarten ihn vielleicht nochmal. Das kann ja nicht sein, dass es sowas von schief geht. Ich weiß noch nicht, warum ich immer zu der einen Seite wegfahre vom One-Way. Das kann ich mir ganz ehrlich nicht erklären.
Kontrolle. Wir bleiben, versuchen mal mittig zu bleiben. Ein bisschen gegensteuern. Versuchen bei 120 ungefähr abzuheben. Oh Gott, wir haben einen Flügel verloren und Mwaini. Ruhe und Frieden. Verdammt! Mwaini Cameron was killed. Ruhe und Frieden, Mwaini. Okay. Wir haben offensichtlich ein kleines Problem mit dem Abheben. Lift Rating 0,7. 0,7. Ist also gleich. Das wird also nichts bringen, die anzubauen. Wie kriegen wir denn mehr hin? Mach die mal weg. Die sind ja ziemlich riesig. Die sind zu groß. Die hätten mehr. Ah, die sind zu groß. Nee, das geht so gar nicht. Es kann doch nicht sein, dass wir dieses Ding nicht zum Abheben kriegen. Genau in der Mitte eigentlich, gecentert. Genauso wie das. Genauso wie das. Ich weiß gar nicht, warum wir zur Seite ausbrechen. Kann eigentlich bloß sein, dass der One-Way nicht gerade ist. Okay, sind wir euch mal ein bisschen in der Position anders hin? Wo steckt der jetzt drin, ne? Vergessen wir zwei von euch und packen nur einen einzelnen darauf. Und wir packen noch so einer drauf. So. Die Mwaini. Wir haben nicht viel geändert. 1.2. Action Groups sind noch alle vorhanden. Ja. Speichern wir das Ding jetzt mal und launchen. Mit Whipkin, Kerman. Okay, Whipkin. Oh, jetzt habe ich vorne keine Dinger mehr dran. Ne? Oh, das könnte ja zu wenig Lift werden. Um überhaupt irgendwo hinzukommen. Oh. Also so langsam. Wäre ein Takeoff ganz gut. Oh, oh, oh. Kurze Karriere. Kurze Karriere. So kurz, dass ich mir nicht mal mehr den Namen merken konnte. Whipkin. Whipkin, Kerman. Ruhe und Frieden. Puh. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Freiwillige hier für unsere Versuche. Nochmal, habe ich die Karnitz vergessen, wieder anzubauen. Könntest du die Dinger bitte wieder anbauen? Was haben wir denn noch so? Die bieten uns 0,7, die auch. Die sehen doof aus. Passen da nicht. Die wären ja eigentlich perfekt so vom Schub her, aber die sind zu groß. Die sind zu groß. Also vom Lift. Lift Rating 1. Wenn wir die nicht da so in die... Ich hätte jetzt eigentlich eine Idee für was anderes. Kann ich die nicht so ein bisschen... Ich habe eine Idee. Dass wir das hier ein bisschen spitzer anlaufen lassen. Und dabei die Dinger noch ein bisschen verstecken. Sagt sich einfach, ist nicht so einfach. Muss ich euch denn jetzt drehen? So. Wenn man Shift gedrückt hat, kriegt man die auch ein bisschen feiner kontrolliert. Jetzt hängt die aber zu tief.
Die Idee ist ja vielleicht gut. Die Umsetzung ist bloß ein bisschen kompliziert. Das ist mir noch meine Idee. Warte mal, wenn wir die hier anbauen. Die sind jetzt total schief, weil wir hier sind gedreht. Oh Gott. Was habe ich nur getan? Jetzt habe ich hier ein komplettes Chaos angerichtet. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen in Form kriegen. So. So. So, ich habe eine neue Idee. Sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Warum kann ich die Dinger denn jetzt nicht mehr anbauen? Willst du mich total verarschen? Spiel. Gib mir doch meine Karnitz wieder. Ich brauche die. Kann ich nicht abheben. Hier vorne konnte ich die halt irgendwo anbauen. Toll, da bringen sie mir nicht sehr viel. Kann ich die denn anbauen? Sind die, die ich sonst für meine Raketen benutze. Das heißt, die sind beweglich. Okay. 2.3. Wer ist der Mutige? Jetbird K. Kerman. Jetzt müssen wir aber genug Lift haben, das Ding hochzukriegen. Wenn nicht, wüsste ich auch nicht, was ich noch tun könnte. Zieh noch nicht hoch. Muss man beim in der Mitte halten. Jetzt. Wow. Ein bisschen Schub wegnehmen. Okay. Jetbird, ich kann deinen Gesichtsausdruck verstehen. Darüber wäre ich gerade auch nicht erfreut gewesen. Möchte bitte ein bisschen mehr hochgehen. Also wieder Tilt nutzen. Vielleicht nicht ganz so steil, weil ich ein bisschen Tempo verliere. So. Bitte so halten. Halten, habe ich gesagt. Wir haben immer noch unseren totalen Linksdrahl. Oh Gott, das sollte man nicht tilten. Oh Gott. Jetzt habe ich Chaos gebaut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geh doch wieder rüber, du scheiß Flugzeug. Boah. Das krieg ich doch jetzt nie wieder mittig zentriert. Jetzt eigentlich Missionsabbruch. Aber ich will wissen, ob es funktioniert. Also, die Woman 1 lag wesentlich stabiler in der Luft. Dafür sieht das Ding wesentlich besser aus. Vielleicht ohne das Ding noch besser, aber ich glaube, das brauchen wir. Um irgendwo hinzukommen. Das
ist immer noch ein ganz Ende höher. Ganz Ende steiler. Wir müssen hier ein bisschen an Höhe gewinnen. Wenn wir ein Auge auf die Ressourcen noch haben. Versuchen wir es jetzt einfach. Shepard sieht immer noch nicht sehr happy aus darüber, was hier gerade passiert ist. Drücke in einem Flug nie Q oder E. Geht nicht gut aus. Air-Intake-mäßig sieht alles gut aus. Fuel-mäßig natürlich auch, da haben wir überhaupt keine Probleme. Sieht bis jetzt alles ziemlich gut aus. Vielleicht machen diese WAM Air Intakes diese Dinger hier doch ein bisschen mehr als angegeben. Dafür wird unser Flugzeug jetzt ein bisschen wackelig in der Luft. In dieser Höhe. Jetzt benutze ich doch Q&E wieder. Dieses leichte Überkippen so ein bisschen zu stoppen, zumindest zu versuchen. Ich muss ein bisschen erzählen, was ich hier mache. Ihr könnt ja meine Hände nicht sehen. Kann ich selber nicht, aber ist egal, weil da noch Platte drüber ist. Deshalb habe ich auch manchmal die falschen Tasten drückt, weil ich das nicht so genau sehe. 10.000 sind wir. Wir werden ziemlich schnell, wir gehen mal ein bisschen runter. Sagt runter. Und zu nicht hochgehen. Nicht hochgehen. Wir haben so einen Schub weg. Werden immer noch schön schneller, deshalb kann ich das mal machen. Ich glaube, dann brauchen die auch nicht so viel. Thrust ist noch gegeben. Ich schätze mal, aktivieren unsere Hauptengine. Macht die Dinger aus und oh Gott! Verliert total die Kontrolle. Wieso auch immer? Was geht denn jetzt ab? Was passiert? Was passiert? Hast du jetzt... Geh aus. Aktivier die wieder. Mit denen krieg ich wieder bestimmt noch abgefangen. Nee, die sind auch keine gute Idee. Wir haben dafür kein Fuel mehr. Was sollte das denn werden? Kaum habe ich das Ding aktiviert. Bam! Total aus dem Konzept gebracht. Du bist eine Scheiß-Engine, weißt du das eigentlich? Ja, keine Chance, das Ding wieder zu halten. Geh aus. Und ihr geht wieder an. Mit euch kann ich wenigstens noch was retten. Zumindest versuchen. Ah, verdammt nochmal. Vielleicht müssen wir doch eine Raketentriebwerk anbauen. Denn das Ding. Ich hatte ja sowas von aus dem Konzept gebracht. Wir haben wieder Kontrolle. Oh, nicht sehr viel. Was sollte das denn jetzt? Wir haben gerade gestallt. Noch 1300 Meter, 1200, 1100, um das wieder ein bisschen hinzukriegen. Ich kriege ihn nicht rübergekippt. Ah, das sieht nicht gut aus. Versuchen. Hier noch eine einigermaßen gerade Landung, aber keine Chance. Keine Chance.
Jedburgh Kerman was killed. Jetzt muss ich was gucken, bei diesen... Wieso? Was ist passiert, wo wir das Ding angeschalten haben? Das war das totale Chaos. Hier gibt's auch Vorgefertigte. Hier, gleich mal. Iris A3A. Nee, du vielleicht nicht gerade. Ja, Iris 4A? Bist du besser? Ja. Die haben da eine Jet Engine angebaut. Die haben fast das gleiche System benutzt wie ich. Die haben eine Jet Engine angebaut. Die haben auch ihre... diese Intakes. Und die. Aber andersrum. Ne, das spielt ja keine Rolle. Gibt's hier noch mehr? Albatros? Albatros hat sehr viele Teile. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was sind die normalen Jet Engines? Ja, das sieht mir aus wie ein Segelgleiter. Aber nichts, wo man jetzt wirklich ins All fliegen kann. Jetzt haben wir unsere Mawainis hier. Wavenspear. Wavenspear ist auch nur ein... Wir fliegen mal ein bisschen übers Landflugzeug. Wir haben auch noch die MK3. Oh, die hängen ja ziemlich weit oben. Was ist das denn? Was bist du denn? What the fuck ist das? Was ist denn das? Keine Ahnung. Finde ich das irgendwo? Utility vielleicht? Science? Ist das nichts Aerodynamisches? Das ist, glaube ich, einfach nur das Ding hier. Einfach nur gedreht. Ja, es sind wirklich nicht mehr. Okay. Sieht sehr verwirrend aus. Wir haben noch die MK4. MK4 ist ein bisschen kleiner. Bisschen blöd aus mit den Dingern. Das sind diese anderen komischen Tanks. Die hier. Engine Body, okay. Einfach nur, damit man die Engine irgendwo reinpacken kann. Und VTOL. Ach, ein Senkrechtstarter, okay. Was soll man denn damit schaffen? Das ist nur ein Fuel Tank mit aerodynamischen Dingern vorne und hinten, die man abwerfen kann. Ich meine auch hier. Die Dinger wirft man denn ab. Die vorne hinten wirft man ab, da hat man das Cockpit, mit dem man wieder landen kann, aber... Das sind die Thrusters, die Engines. Das war's. Aber ein bisschen Licht. Aber mehr kann man damit auch nicht machen, also wirklich vorwärts fliegen? Nee, glaube ich eher weniger. Ja, das war's dann auch. Wir probieren das nächstes Mal noch mit der Jet Engine. Also das ging ja gerade gar nicht. Totaler Kontrollverlust. Oder ich muss offline noch ein bisschen testen. Aber naja. Das soll's für diesen Part gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.